Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Wir werden auch in der alten Unboxing-Ansicht, denke ich mal, bleiben, weil der Karton ist ein bisschen was größer. Ich habe auch schon Adressaufkleber und so abgemacht. So, und den wollen wir jetzt auspacken. Zollschein, alles ist ab. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hier aufschneiden muss. Scheiße, wo geht denn das auf? Geht das hier auf? Ein Zeichen wäre nicht schlecht. Ah, ich hab die richtig. Haha, ich hab's richtig. Aber hier wäre cool, wenn man hier irgendwie eine rote Kante wäre oder ein rotes Zeichen oder einfach nur bitte hier öffnen. Okay, geht falsch auf. Geht so. Geht so lang auch nicht auf. Okay, dann müssen wir das so machen und umdrehen, dass wir das rauskriegen. So, und dann nehmen wir das einfach mal raus. Tada! Oh. Habe ich das erwischt? Nee, das war vorher schon abgerissen. Okay. So. Wir haben hier. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig erkennen. Von Netgear, das Orbi Wi-Fi 6. Ja, löst sich gerade hier ein bisschen auf. So. Und das ist halt so, wie ich das schon mal von euch von Divolo gezeigt hatte. Ja. Praktisch, wir haben einen Router, der halt nicht Router ist, der halt die Startbox ist. Und dann halt Empfänger. Und die können wir in eine Wohnung verteilen. Und haben dann dort dementsprechend Internet, also WLAN, also für Smartphone und alle drum und dran. Aber an den Dingern sind natürlich auch LAN-Anschlüsse dran, wo wir dann halt PlayStation, Xbox, Fernseh, alles anschließen können, wo wir wirklich eine schnelle Übertragung brauchen, eine gute Übertragung brauchen. Bei den Geräten ist halt dann immer WLAN so ein bisschen schlecht. Also nicht bei denen meine ich jetzt, ich meine bei Konsolen ist halt der WLAN-Standard leider immer etwas schlecht. Deswegen schließe ich die lieber an sowas online, also ne, an. Dann haben eine gute Verbindung miteinander. Die Konsole ist halt mit Kabel angeschlossen und kann dadurch alles ausnutzen. Und da sind wir. Achso, hier Wi-Fi 6 steht hier so, ja. Sind wir denn auf der richtigen Seite? So, ich werde mal gucken, wie wir das jetzt am besten auspacken hier, wo es jetzt hier aufgeht, weil das ist aufgerissen und die müssen wir das irgendwie raushebeln. Ja, das müssen wir raushebeln. Müssen wir so machen. Und es soll wohl, so wie einschlägig heißt, nee, ist verkehrt rum. Eine geile Verbindung geben. Lass mich überraschen. Wir brauchen dann auch noch unser Smartphone. Mit der App von Orbi. Ich bin so ein bisschen, bin so aufgeregt. Weil ich habe von einem Kollegen nur Jutet gehört. Wie gesagt, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich was von Netgear habe. Netgear hat ja super Produkte. Ich habe ja von Netgear damals mir einen WLAN, ach Quatsch, einen WLAN, in LAN-Verteiler geholt, also praktisch so einen achtportigen. Ja. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt können wir das dann halt einfach mal nach und nach rausholen. Einmal ein großes Paket. Ach, hier sind denn noch. Ah.
Was für geile Anleitung hat die, ey. Das ist die Anleitung, Leute, ohne Scheiß. Wie geil ist das denn? Ey, das kann ich selbst ohne Brille lesen. Step 1, Step 2. Also das ist jetzt natürlich Englisch. So, jetzt gucken wir mal, haben wir Deutsch auch? Das ist... Spanisch oder so. Muss ich gerade gucken, wo es hier aufgeht. Hier. Ne, hier geht es gar nicht auf. Oh, schade. Wir haben es halt in Englisch. Und wir haben es in... Ich glaube, es ist Spanisch. Wenn wir das jetzt hier eben aufklappen, da haben wir dann nochmal in keine Ahnung, vielleicht Italienisch, ich bin mir nicht sicher. Naja, mal gucken, was da noch zum Vorschein kommt. So, dann haben wir hier noch einen Kasten. Ja, der Kasten löst sich hier leider halb auf. Wir haben schon mehrere bekommen, um Videos darüber zu machen. Es sollte ja eigentlich ohne eine Leihgabe sein. So. Und dann machen wir als erstes mal den kleinen Kasten auf. Ah. Hier haben wir dann praktisch dreimal Stromanschluss mit verschiedenen Steckdosen. Also praktisch, das ist, glaube ich, Großbritannien mit dem Steg. Oh, wartet, falsch. Dann haben wir hier. Da müsst ihr auch aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier genauso ist, aber bei vielen Herstellern sind zweimal solche Dinge drin, die genau gleich aussehen. Da gibt es eine deutsche und eine EU-Version. Aber hier scheint es, glaube ich, die EU-Version zu sein. Das ist auch nochmal Großbritannien. Weil, wie gesagt, das geht jetzt hier so voran. Für jede haben wir halt praktisch einmal Großbritannien und einmal EU. Vielleicht sind ja noch andere drin. Aber ich glaube nicht. Dann können wir das kurz beiseite legen, würde ich sagen. Und können uns das mal angucken, was hier drin ist. Hier haben wir denn die drei Router jetzt schon drin. Also, Quatsch, drei Router. Ein Router und zwei Satelliten. Müssen wir nur gucken, wie wir das hier rauskriegen. Ach, dann müssen wir hier oben aufmachen. Ups. So, ich packe jetzt erstmal... Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Ich packe die jetzt erstmal aus, dass ich die euch dann gleich zeigen kann. Was haben wir hier noch? Ist noch irgendwie eine Anleitung mit bei? Jedenfalls habe ich von einem Kollegen nur Positives gehört. Also jetzt nicht zu diesem Modell. Der hat in der Firma... Warte mal, ich muss ja mal gucken, wie rum ist denn das jetzt hier? Ach so, rum, genau. Der hat bei sich in der Firma... Haben die nämlich... aber... Also... wie heißt denn das Ding? Auch Orbi? Heißt das auch Orbi? Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber die sind größer und die haben mehr Anschlüsse. Also ich habe jetzt hier... Ach, ich habe ja leider nur zwei Anschlüsse. Das ist ja schade. Ich habe auf vier oder fünf gehofft. Das ist sehr schade.
An der Basis haben wir 3. Plus halt das Internet, was wir machen wollen. Also das finde ich sehr schade. Also da würde ich mir wünschen, also es sind zwar 2 Dinger mit bei, aber da würde ich mir schon wünschen, 4 Stück. Ja, also ich habe, das ist sehr schade. Aber da kommen natürlich die wichtigsten Sachen ran, das ist die PlayStation und die Xbox, logischerweise. So, wartet mal, ich muss jetzt hier irgendwie das hier erstmal aufkriegen. Ich muss das aufmachen mit dem Messer. Aber ich muss das echt mal schleifen. Das lässt nämlich ganz schön nach. So. Und da haben wir denn hier praktisch die Basisversion. Oh. Warum klebt man das denn vorne hin? Na gut, ich werde es oben verstecken. Man soll es abmachen können. Na, ich lasse es einfach mal dran. Ne? Aber warum macht man es denn nicht hinten hin? Moment, mein Akku. So, ich habe mal schnell den Akku getauscht. Also wie gesagt, das ist die Basisstation, die wir eigentlich am Router anschließen werden. Ja? Sieht auch stylisch aus. Was ich nur nicht verstehe, manch einer stellt sich das ja, versteckt sich das ja nicht. Das steht dann im Bücherregal oder neben dem Router oder was weiß ich. Und ganz ehrlich, es sieht halt nicht schlecht aus. Also vom Style her sieht es wirklich nicht schlecht aus. Man kann es als neben den Router, die Fritzbox sieht ja auch nicht gerade hässlich aus, man kann es als Style-Faktor ruhig im Regal stehen lassen. Ja, also sieht denn nicht gerade hässlich aus, wenn man andere Sachen bedenkt. Aber warum macht man den Aufkleber für die Daten nach vorne? Also ich weiß nicht, durch die Fritzbox und andere Router habe ich gelernt, oben, okay, könnte man sich drüber streiten, aber warum nicht hinten? Weil hinten sind die Anschlüsse, die stehen nachher im Regal, das interessiert kein Schwein. Da guckt keiner hin. Oder unten, an der Hütte unten ist jetzt ein bisschen wenig Platz, sehe ich gerade. Und hier stehen schon Sachen. Ich glaube, stehen so ja die gleichen Sachen, aber egal. Aber warum macht man diesen dicken Aufkleber nicht nach hinten oder oben? Also das geht nicht in den Kopf rein. Also verstehe ich nicht. Naja, so wir haben halt, das ist die Basisversion. Hier haben wir ein paar Antennen drin verbaut, die mit ordentlich Power zu einem von diesen Satelliten funken werden. Ja. Wir haben dann hier einen Router-Sync-Knopf. DC, Reset. Also, okay, wir sind ja noch im Unboxing. Ich bin schon wieder voll im Hardware-Modus drin. Das machen wir dann später. Jetzt machen wir erstmal noch hier so einen Satelliten. Ja. Oder beziehungsweise ich packe jetzt einfach mal beide Satelliten aus. Einer kommt ins Wohnzimmer, einer ins Schlafzimmer, beziehungsweise einer soll hoch in die Wohnung von meiner Frau, was ein Stockwerk über mir ist. Ich wohne im Plattenbau mit Betonwänden und Metall im Beton und hast nicht gesehen. Und da will ich nämlich gucken, ob sie damit Empfang kriegt. Und wenn ja, dann wäre das für uns zum Beispiel eine Möglichkeit, damit sie ihren Internetanschluss spart. Benutzt sie ja sowieso nicht. So, wir haben jetzt praktisch den Satelliten. Zweimal Satellit, einmal Basis. Beim Satelliten haben wir halt anstatt 4 Anschlüsse hinten, haben wir 2 Anschlüsse. Wir können 2 Geräte anschließen, also Strom, 2 Geräte anschließen. Und den Sync-Knopf natürlich. Ist auch schöne Gummifüße haben wir dran. Da kommen wir gleich im Hardware-Video noch dazu. Bei der Box, die an den Router kommt, haben wir 3 Anschlüsse, also gelb ist hier für komplett Internet dran, und 3 Anschlüsse und Strom und natürlich auch einen Sync-Knopf. So.
Das werden wir mal draußen lassen, aber das andere werden wir jetzt hier gleich nämlich für Hardware-Video dann schon mal verstauen. So. Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Also ich habe sehr viel Gutes gehört. Achso, wie gesagt, mein Kollege, die haben so ein Ding auf Arbeit, aber halt größer. Der Chef hat irgendwie um die 1700 Euro bezahlt oder so. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Er hat es mir erklärt. Und hat dann, also nur für die, also nur für Ditte, das kostet nur 400 im Gegensatz dazu, glaube ich, oder 500. Die sind aber größer und haben auch mehr Anschlüsse. Die haben definitiv 4 Anschlüsse dran, hat er gesagt. Und der Chef hat halt für 1700 auch Starter-Set mit Basis und zwei. Ich werde euch das unten runter mal verlinken. 2 Satelliten und hat dann noch zusätzlich für das Lager hinten einen Satelliten extra gekauft. Praktisch, die haben ein Hauptgebäude, wo unten der Chef drin ist und die Sekretärin und so. Und oben haben sie nochmal Büros. Nee, oben ist der Chef. Unten sind die Büros. So. Und da haben sie praktisch das, da wo das Internet herkommt, stehen. Also das in der Nummer größer. Dann haben sie ein Stockwerk über den, diesen stehen, wo, ja, wo auch halt Internet sein muss, am PC. Und die andere haben sie halt mit WLAN angeschlossen. Aber wie gesagt, die haben 4 hinten an ihrem Ding dran, die haben auch die Nummer größer. Und das ist dann nochmal kurz bevor zum Lager geht. Da ist so eine Art Umkleidekabine und da haben sie den nochmal stehen. Mittlerweile jetzt aber, glaube ich, auch innerseitig vom, also kommst dann raus, hast du einen Flur, Büro, Klos, Büros und dann halt Treppe geht's hoch und dann hast du geradezu, geht's dann ins Lager. Und da haben sie den jetzt, glaube ich, so ja im Lager, hat er mir erklärt. Und der hängt dann einfach so an der Wand. Ja, und dadurch haben sie jetzt praktisch auch, weil das Büro von dem Lagerchef. Oh, ich habe den Namen vergessen. Der Chef vom Lager, der Cheflagerist, ist am anderen Ende vom Lager. Und deswegen haben sie das halt dran. Und das kommt bis da hinten hin. Und da hat er dann sein Ding dran. Und hat dann halt sein PC und Drucker und was weiß ich auch alles, was netzwerkmäßig wird angeschlossen. Hat eine super Internetverbindung. Die sind so begeistert. Die Verbindung, die über die... Also ich weiß nicht, wie es bei mir jetzt sein wird, ist... Die haben Wi-Fi 6E oder S, E, S, E. Ich habe mich mit den Wi-Fi-Standards noch nicht beschäftigt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nur, also die haben den Standard über diesen, also das ist Wi-Fi 6 und die haben Wi-Fi 6E oder S. Ich bin nicht sicher. Ich verlinke es euch. Die haben mit ihrem Set vom WLAN, also von der Kommunikation unter den eigenen Geräten oder dem eigenen Netzwerk, eine bessere Leistung als das Internet, was überhaupt ankommt. Also die haben von dem zusammengelegt, also es kommt eine 100.000 Leitung an und von dem Set her haben sie mehr Leistung innerhalb des Gebäudes, womit sie denn ins Internet gehen können. Also bevor es zum Internet kommt. Also praktisch, die haben eine schlechtere Internetverbindung, als die Geräte untereinander kommunizieren können. Also das ist geil. Da hoffe ich ja, dass hier auch was abfährt bei dem kleineren Modell und dass ich meine PlayStation, meine Xbox wieder mit schön Speed verbunden habe. Und jetzt habe ich ja auch auf 250 Mbits hoch hier updated mein Internet. Und dann kann ich auch wieder schön schnell downloaden. Vom Optischen habe ich ja eben schon gesagt, finde ich es geil, sehen optisch nicht schlecht aus, ja, aber mit dem Aufkleber. Also da, also bitte, liebes Netgear-Team, den Aufkleber bitte auf die Rückseite. Also der hat vorne gar nichts zu suchen. Der muss, der nach hinten. So, aber nichtsdestotrotz, ich muss mir dann auch zusehen, muss ich dann auch demnächst noch bei, ja, muss ich mal gucken,
Da muss ich mal bei Amazon gucken, was das kostet. So ein Vierer-Verteiler oder Fünfer-Verteiler oder so, weil ich brauche ja PlayStation, Xbox. Die Switch ist per WLAN dran. Fire TV, TV, Blu-ray-Player und die Skybox. Also ich habe sechs Geräte, oder? Warte mal, ich gehe nochmal durch. Also Fernseh ist mit LAN-Kabel dran. Die Skybox, der Blu-ray-Player. Fernseh, Blu-ray-Player, Skybox, genau. Dann die PlayStation, die Xbox, der Fire TV Cube. Ja, das müsste eigentlich sein. Also sechs Geräte, die angeschlossen werden müssen. Blu-ray-Player könnte man abziehen. Okay, bleiben wir noch bei fünf Geräten. Wenn wir dann halt eins hier direkt anschließen, die PlayStation zum Beispiel, hätten wir hier dann noch für einen Verteiler, hätten wir vierer. Ja, bräuchten wir einen Fünfer-Verteiler zum Beispiel. Da geht einer weg. Und dann hätten wir noch vier Anschlüsse. Könnte man dann doch den Blu-ray-Player wieder benutzen. Den könnte man dann da machen. Also dann müsste ich mir dann auf jeden Fall noch einen Fünfer-Verteiler holen. So, aber nichtsdestotrotz wartet schon ziemlich lange fürs Unboxing. Wir werden uns gleich sehen im Hardware-Video. Ich kann jetzt auch jetzt nicht nochmal von vorne machen, weil Unboxing heißt bei mir ja immer das erste Mal unboxen und nicht, ich pack's wieder ein und pack's mit euch nochmal aus. Aber nichtsdestotrotz, Hardware-Video wird ein bisschen besser. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.